Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni. Ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Und in diesem Video möchte ich dir in kurzen, knappen Worten das Wichtigste von Esther Hicks erzählen, nämlich wie wir unsere Realität kreieren. Dieses Schlagwort, du kreierst deine eigene Realität, das kennen wir schon von vielen anderen Autoren, auch von Medien, aus Büchern, äh, aus den verschiedensten antiken Quellen. Und keiner, glaube ich, erklärt es uns so anschaulich und mit so vielen Tipps und Worten wie Esther Hicks. Ja, Esther Hicks wurde sehr bekannt äh, mit dem Gesetz der Anziehung. Es gibt ja sehr viele metaphysische Gesetze, gerade wie sie uns Hermes Trismegistus äh, aufgeschrieben hat und Esther Hicks sagt uns ganz deutlich, das Gesetz der Anziehung ist das wichtigste. Vielleicht hast du auch den Film The Secret gesehen oder Buch gelesen. Auch hier sagen das viele Leute, nun man muss dazu sagen, dass Esther Hicks maßgeblich an der Entstehung des Inhalts von The Secret beteiligt war. Sie war sowohl in der ersten Version des Films äh, maßgeblich äh, daran beteiligt, wurde erst später rausgeschnitten. Im Weiteren sind auch sehr viele ihrer Schüler und der Leute, die sehr viel von ihren Inhalten übernommen haben, äh, die Leute, die dann auch in The Secret zu Wort kommen und dort zitiert werden. Das heißt, das Gesetz der Anziehung ist sehr zentral, sagt sie. Wir brauchen eigentlich all die anderen Gesetze gar nicht so sehr, denn darauf, worauf wir unseren Fokus richten, das ziehen wir automatisch in unser Leben. Und damit meint sie nicht nur bildliches, sondern vor allem auch die Frequenz, die Energiefrequenz. Richten wir also unseren Fokus auf tolle Gefühle, dann ziehen wir entsprechendes in unser Leben. Gleichzeitig können wir natürlich auch dinge manifestieren die wir bildlich sehen wo wir vielleicht eine form haben und die versprechen uns aber nicht unbedingt dass sie uns glücklich machen das heißt den fokus vielmehr auf das gefühl zu richten auf diese hohe schwingung wo die Sie sagt, das Gefühl eigentlich nur ein Ausdruck dessen ist, wie hoch deine Schwingung ist. Ich habe dir von Esther Hicks fünf Sätze zusammengesammelt, die extrem hilfreich sind, um uns klar zu machen, wie wir manifestieren und worauf es ankommt. Und der allererste Satz, den erwähnt sie zu Beginn jeder ihrer Reden, ihrer Vorträge, der lautet: Weißt du wirklich, was du willst? Denn sehr häufig ist uns gar nicht bewusst, welche Herzenswünsche wir tatsächlich mit uns tragen und worauf wir hinaus wollen, was für ein Leben uns tatsächlich entspricht. Wir haben zu viele Ideen und Vorgaben in unseren Köpfen, oft Ideen von anderen Leuten, sei es Eltern, sei es Lehrer, sei es aus der Medienwelt, gesammelt, was wir alles erleben können und tatsächlich ist es ganz schön schwierig herauszufinden, wie denn das eigene perfekte Leben aussieht. Dazu empfehle ich jeden äh, Visionssuche oder ähnliche Methoden, wo es wirklich darum geht, klar zu erkennen, wo der nächste große Meilenstein liegt für dich und in welche Richtung es in deinem Leben weitergeht. Ja, der zweite Wesentliche Tipp von Esther Hicks ist der, hebt zuerst deine Schwingung an. Denn in dieser hohen Schwingung der Liebe, Harmonie, Glück, Seligkeit, da erst haben wir diese Klarheit, die wir brauchen. Und weil wir ja wie ein Magnet funktionieren, ziehen wir. Dadurch genau das an, beziehungsweise begeben uns erst in diesen Empfangsmodus, das Großartige, das wir uns wirklich wünschen, zu erhalten. Ja, weiter sagt uns Esther: Fokus, Fokus, Fokus. Fokussiere dich auf diesen großen Wunsch, auf dieses große Ziel, das du gefunden hast und. Fang nicht an zu micromanagen, also alle Details auszutüfteln oder alles dahin zu navigieren zu wollen. Überlasse es dem Universum oder dem Schicksal, wenn man so möchte, dass sich alles wunderbar dahin ergeben wird, sondern folgt lieber deinen eigenen Impulsen, die aus diesem guten Gefühl herauskommen. Ja, Esther Hicks hat uns ganz viele tolle Prozesse mitgegeben, das heißt Manifestationstechniken oder Methoden, wo wir eigentlich wirklich Schritt für Schritt uns ausrichten können, sodass diese inneren Wünsche dann auch mit unseren Gedanken und mit unseren Handlungen übereinstimmen. Einen Tipp gibt sie uns noch: fokussiere dich auf das, was du wirklich willst, sobald du es weißt. Und das wird immer wieder etwas Neues sein. Und lass einfach alle Widerstände los. Ähm, lass die Ängste los, lass die Befürchtungen, Sorgen los. Äh, und geh den Weg des geringsten Widerstands, egal wie ähm, absurd ein, ein Weg vielleicht aussehen mag. Äh, es sind oft Umwege, die uns wirklich ganz locker ans Ziel bringen. Überlass diese Details den dem Universum und arbeite lieber daran, dass du in deinem inneren Ordnung hast, das heißt dich sowohl emotional als auch gedanklich sehr positiv ausrichtest auf das, was du auch wirklich erleben möchtest. Ja, von Esther Hicks gibt es auch ganz viele tolle Manifestationstechniken, die ich dir eine nach der anderen vorstellen möchte. Sie hat sehr viele Bücher geschrieben, auch mit sehr interessanten Antworten, zum Beispiel zum Thema Geld, aber auch zum Thema Liebe, aber auch berufliche Erfüllung und wirklich Querbeet. Leider hat sie aufgehört, Vorträge zu halten. Und, aber es ist trotzdem noch sehr viel Material von dir erhalten. Wenn du also mehr zu Esther Hicks und ihren tollen äh, Manifestationsprozessen, äh, sie nennt es gerne die bewusste Manifestation, denn wir kreieren ständig unser Leben. Es geht also darum, das bewusst zu machen, ähm, und dazu hat sie uns ganz viele Tools, also so Hilfestellungen gegeben. Und ich werde noch viele Videos zu denen machen, weil ich die einfach toll und sensationell finde. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr von Esther Hicks hören möchtest, dann gib mir doch ein Like, damit ich das auch sehe, oder schreib mir gerne einen Kommentar ins Kommentarfeld. Ansonsten abonniere meinen Kanal. Ich habe mich doch mehr mit Metaphysikern beschäftigt. Nicht nur Esther Hicks äh, spricht da eine sehr interessante Sprache, sondern auch viele andere der Neugeistbewegung, aber auch aus alten Kulturen und auch schamanische, wirklich tolle Gelehrte. So viel für heute. Alles Liebe.